bin der Clark und ich werde mich heute mit einer Frage beschäftigen, die wir häufiger nach dem Lautsprecherkauf zu hören bekommen. Und zwar, warum hat mein Lautsprecher hinten 4 Anschlussmöglichkeiten? Mein Kabel hat doch nur 2 Stecker. Was soll ich damit machen? Ich habe jetzt hier mal 3 Beispiele, um das Ganze zu erklären. Kommt mal mit mir mit. Das ist der Monitor Audio Silver 50 und der Cave Alice 50 Meter. 2 Lautsprecher, die im Mittelklassebereich sich immer wieder gut schlagen. Ich drehe die jetzt mal eben beide um. Das sind beides 2-Wege-Lautsprecher, muss man dazu sagen, damit das Ganze hier Sinn ergibt. Wenn wir uns diesen anschauen, sehen wir 4 Anschlüsse. Wenn wir uns den Alice 50 anschauen, sehen wir 2 Anschlüsse. Obwohl beides 2-Wege-Lautsprecher sind. Folgendes steckt dahinter. Erstmal, was sehen wir hier? Das, was wir sehen, ist ein sogenanntes B-Wire oder B-Amping-Terminal. Das bedeutet, es gibt technisch die Möglichkeit, die Treiber im Lautsprecher, in dem Fall ungefähr auf der Höhe vorne der Hochton und hier unten ja der größere Mitteltiefton, dass man diese separat antreiben kann oder separat anschließen kann. Technisch gesehen wird das Ganze irrelevant, sobald man die beiden miteinander verbindet. Dann kann ich mein Kabel einfach nehmen, schließe das an meinem Lautsprecher an und schon funktioniert der Lautsprecher so, wie er soll. Wenn ich diese Brücken jetzt entferne, die herstellerseitig hier dabei sind, würde das Ganze nicht mehr funktionieren. Das bedeutet, schließe ich das Ganze jetzt auf der unteren Seite an, würde ich nur noch den Tiefton hören oder ich würde hier nur noch den Hochton hören. Fragt man sich, was bringt das Ganze? Das hat den Sinn, wenn ich jetzt, wie gesagt, 2 Verstärker benutze, was allerdings erst in einem höherwertigen Bereich interessant ist, kann ich damit eine bessere Leistung erzielen, weil ich wirklich Hoch- und Tiefton separat antreibe, ohne dass da irgendetwas technisch zusammenhängt, abgesehen vom Signal. Oder ich benutze ein spezielles Kabel, wie dieses hier von AudioQuest. Das hat die bestimmte Bauweise, um an solche Anschlüsse direkt, direkt angeschlossen zu werden. Die Idee dabei ist, dass auf dem Verstärker, bei der Verstärkerseite, 2 Stecker sich befinden, welche allerdings direkt hier hinter im Kabelweg sind verschiedene Leiter drin, welche dann hier oben getrennt abgeschlossen werden. Wenn ich das Ganze jetzt hier verbinde, ich würde also rot und schwarz oben anschließen, das Ganze unten nochmal, ohne die Brücken, dann fließt der Strom vom Verstärker ab dieser Stelle hier getrennt bis zum Lautsprecher. Auch das kann den Klang eines Lautsprechers positiv beeinflussen und wird gerne als Grundlage für verschiedene klangliche Experimente genommen. Mit Kabeln testen wir es mit den Kunden ja auch gerne aus. Was klingt am besten? Wo fühlt man sich am wohlsten? Was erfüllt letztendlich die persönliche Hörerwartung? Genau, aus technischer Sicht ist es so, dass da drin das Bauteil der Frequenzweiche drin steckt und das ist letztendlich das, was man damit auftrennt, indem man diese B-Wire-Verbindung hier auflöst, ist die Weiche geöffnet, sie funktioniert nicht mehr richtig, wenn man es nicht verbindet. Warum das hier der Fall ist, dass man das nicht so anschließen kann, ist ganz simpel. Der Hersteller hat gesagt, wir brauchen es bei denen nicht, wir denken nicht, dass es notwendig ist. Und haben eine Frequenzweiche drin, die diesen Job so gut macht, dass wir die Notwendigkeit einer doppelten Verkabelung nicht sehen. Deswegen ist es auch gar nicht als negatives Qualitätsmerkmal unserer Meinung nach zu sehen, wenn ein Lautsprecher das nicht hat. Es raubt einem zwar eine Experimentiermöglichkeit, es macht den Lautsprecher an sich aber nicht schlechter. Wenn ich ein normales Kabel benutze, wie dieses hier, Kabel aus unserer Vorführung, dann kann ich auch, um den Klang zu verbessern, um ihn zumindest so weit zu verbessern, dass er besser ist als das, wie der Hersteller das erstmal uns ausliefert, dann kann ich diese Brücken hier austauschen. Diese Blechbrücken sind nämlich keine Klangwunder. Sie klingen häufig wirklich nicht besonders gut, wenn ich mein Kabel anschließe und den Hochton damit verbinde. Das mögen wir eigentlich nicht so gerne. Da zeige ich euch jetzt mal verschiedene Optionen. Einmal ganz simpel habe ich dieses Kabel hier von Supra. Könnte ich mir ein Stück dieses Kabels abschneiden, abisolieren und dann als Brücke verwenden, sodass man letztendlich die Brücke im Lautsprecher durch den gleichen Draht ersetzt, den man sowieso als Lautsprecherkabel benutzt. Das haben wir bei dem hier mal vorbereitet. Gleiches Prinzip, sieht etwas anders aus als bei dem Monitor Audio, aber wenn ich jetzt hier unten verbinde, dann ist das Ganze alles
technisch miteinander richtig verbunden und man hat keine klangbindenden Blechbrücken mehr drin. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, die aber schon eine Menge bringt. Als nächsten Schritt könnte man dann bestimmte Brücken nehmen, die von den Herstellern ausschließlich dafür konzipiert werden. Das heißt, ich nehme das Lautsprecherkabel meiner Wahl und nehme dann auch die Brücken meiner Wahl. Wenn man in solche Themengebiete vordringt, geht es wirklich darum zu experimentieren. Das macht Spaß, das macht manchen auch Kummer, weil sie sehr, sehr viel damit testen, aber die Erfahrungen sind meistens durchweg positiv, weil man den Lautsprecher immer mehr dahin bekommt, wo man ihn haben möchte. Und das gibt es in dieser gezeigten Art und Weise. Das gibt es auch jetzt von der gleichen Marke AudioQuest relativ simpel, als einfach sehr reinen Kupferleiter. Das ist in dem Fall hier, man sagt jetzt auch nur ein Draht, aber es funktioniert schon besser als diese Blechbrücken, die dabei sind. Das ist jetzt hier sehr flexibel, kann man an viele Sachen benutzen, an vielen Lautsprechern. Und wenn man dann sagt, man geht in eine High-End-Variante, hat vielleicht auch etwas größere, wertigere Lautsprecher noch, dann gibt es zum Beispiel Hersteller wie Nordost, die das Ganze in so einer Art und Weise hier herstellen. Hier sieht man jetzt unten einen Kabelschuh, oben einen Bananenstecker, würde man hier an der Stelle festschrauben, einmal knicken, oben reinstecken und dann halt das passende Kabel von Nordost dazu nehmen. Da diese zum Beispiel weniger Kabel bauen, welche das sogenannte B-Wiring direkt drin haben. Um die Begrifflichkeiten nochmal zu erwähnen, das sind also B-Wire Jumper oder auf Deutsch Kabelbrücken. Das ist ein B-Wire Kabel, um ganz genau zu sein, ein Single B-Wire Kabel. Ein Anschluss am Verstärker, ein doppelter Anschluss am Lautsprecher. Und das sollte es eigentlich für heute gewesen sein. Damit könnte man jetzt die Sachen hier alle gewinnbringend anschließen. Ich hoffe, wir konnten damit ein paar Fragen klären und begrüßen euch gerne das nächste Mal hier bei uns im Laden.